Hallöchen und herzlich willkommen zurück oder neu hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ich reingeklickt habe, immer ein neues Video. Heute ist es ein Biber-Haul. Ich habe kunterbunt geshoppt. Ich habe was in Richtung Pflege, ich habe was in Richtung Make-up, ich habe Geschenke und ja, ich würde euch das super gerne zeigen und wenn ihr darauf Lust habt, bleibt gerne dran. Normalerweise, wenn ich hier auf meinem Esszimmertisch sitze, heißt das ja, wir deklattern gemeinsam. Heute flüchte ich tatsächlich der Sonne. Es ist unglaublich schönes Wetter bei mir aktuell. Wir haben heute auch wirklich 24 Grad, also absolutes Frühlingswetter. Ich bin total happy. Aber ich habe nachmittags in meiner Wohnung wirklich viel, viel Sonne und ich bin dann so ausgeleuchtet, dass das teilweise zu heftig ist. Und deswegen mache ich es heute ausnahmsweise auch mal hier in der Küche. Oder im Esszimmer, wie man sehen möchte. Ja, ich kann euch sagen, dass das Video natürlich nicht zeitnah online gegangen ist, weil auch Geschenke dabei sind, die mittlerweile an die Leute verteilt wurden. Deswegen kommt dieses Video auch etwas später. Also wenn ihr das Video seht, sind die Produkte ungefähr, ja, ich würde sagen 10, 20 Tage alt. Ob ihr das alles noch so bekommt, gerade bei limitierten Produkten, könnte es natürlich sein oder Aktionen, dass ihr das so nicht mehr bekommt. Es sind aber auch viele Standardprodukte dabei. Und ja, ich würde sagen, ich habe lang genug gequatscht und ich zeige euch die Sachen. Ich starte mal mit was sehr unspektakulären und zwar, ich habe mir eine neue Zahnpasta mitgenommen und zwar von Perlweiß, die Expert Weiß Zahnpasta. Bis zu 4 Stufen weißere Zähne in 3 Wochen. Zahncreme mit zahnärztlichem Wirkstoff Perlit. Ja, soll für weißere Zähne sorgen. Aktuell habe ich das Gefühl, dass meine Zähne eher verfärbt sind, gelblich sind. Auch meine Mama hat mich darauf angesprochen, obwohl ich brav meine Zähne putze. Ja, ich bin Raucherin für den einen oder anderen, der es nicht weiß. Ich trinke gerne Kaffee und das macht natürlich mit den Zähnen etwas. Und ich habe mir gedacht, ja, ich probiere das mal. Ich nehme sonst aktuell am liebsten die Sensodyne, die ich nach wie vor auch zu Hause habe, einfach für mein empfindliches Zahnfleisch. Dachte mir aber, okay, die habe ich jetzt, ja, ich glaube gut 2 Jahre durchgehend genommen und vielleicht macht die trotzdem irgendwas an der Helligkeit meiner Zähne. Ich finde die jetzt nicht super gelb oder so, aber meine Mama hat schon recht, dass sie irgendwie leichte Verfärbungen haben und da möchte ich einfach so ein Produkt mal probieren, ob es funktioniert. Mal sehen, das werdet ihr auf jeden Fall in einem Aufgebraucht hören, ob ich ja da irgendwie ein Ergebnis damit bekommen habe, ob mir das was gebracht hat. Als nächstes habe ich mir mitgenommen eine neue Bürste und zwar von Look by Biber, die Vegan Care Brush, diese hier. Ja, ich greife eigentlich, ich würde sagen, so alle 3, 4, 5 Monate zu einer neuen Bürste. Für alle, die neu reingeschalten haben, ich habe doch immer wieder Probleme mit Haarausfall und ich nutze aber zum Beispiel auch super gerne Trockenshampoo oder irgendwelche Textursprays, die sich natürlich auch in so einer Bürste verfangen. Und da finde ich es halt dann schön, wenn man doch so 1-2 Mal im Jahr die Bürste auswechselt. Ich habe meine jetzt beim Einzug gewechselt, also das war jetzt im Dezember und die werde ich auch noch ein bisschen länger benutzen, habe mir aber schon eine fürs Backup geholt, dass ich die dann vielleicht so Mitte des Sommers auch wieder austausche. Ich weiß nicht, ich habe das einfach im Gefühl, irgendwann mag ich sie nicht mehr, ich reinige meine Bürsten auch regelmäßig, aber irgendwann finde ich es einfach nicht mehr schön und dann gehört eine neue hin. Schreibt mir mal super gerne, wie ihr das handhabt. Tauscht ihr Bürsten regelmäßig aus, sagt ihr nein, ihr reinigt sie einfach nur, das reicht euch. Ich bin da einfach Typ, 2-3 Mal im Jahr brauche ich eine neue. Etwas weiter sehr unspektakuläres, was ich mir mitgenommen habe, aber schon länger gesucht habe, ist ein klassischer Zahnputzbecher. Ich habe ihn jetzt ganz klassisch in Weiß mitgenommen. Zahnputzbecher Pure Beige, der hat jetzt 5 Euro gekostet. Übrigens zu den ganzen Produkten, wenn ich die Rechnung noch habe, dann habe ich euch schon Preise eingeblendet. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Ja, der hat jetzt auf jeden Fall, weil das Sticker noch oben ist, 5 Euro gekostet. Ist ganz schlicht, nichts Spannendes. Aber ich hatte eben noch keinen und ich finde das eigentlich relativ teuer. Aber es war so der einzige, der mir so in den letzten Monaten in die Hände gefallen ist, wo ich mir gedacht habe, ja, den nimmst du mal mit, kann nicht schaden. Dann habe ich weiters mitgenommen ein Geburtstagsgeschenk und zwar von M. Asam, das Reservatol Serum.
Mit Hyaluronsäure, Traubenkernöl reduziert die Faltentiefe in 2 Wochen, strafft die Haut, aktiviert jugendliches Aussehen. Ja, M-Asam-Produkte kennen wir eigentlich aus den Wundertüten. Also ich persönlich kaufe M-Asam-Produkte so eher selten. Aber meine liebe Freundin, die jetzt Geburtstag hat, hat diese Tagescreme absolut gefeiert. Und ich habe nach der Tagescreme Ausschau gehalten und habe die Tagescreme nirgends bekommen. Entweder war sie gar nicht im Sortiment oder ausverkauft. Und dann ist mir aber das Serum in die Hände gefallen. Ich habe mir gedacht, sie mochte die Creme, vielleicht möchte sie auch das Serum dazu testen. Und deswegen habe ich ihr das gekauft. Und auch wenn ihr das Video mittlerweile geschenkt. Ja, ich hoffe, sie hat sich darüber gefreut. Das kann ich jetzt noch zu dem Zeitpunkt, wo ich es drehe, noch gar nicht sagen. Aber ich habe es auf jeden Fall mitgenommen und ich finde tatsächlich, dass diese Produkte echt teuer sind. Ich habe jetzt da, ich glaube, Rabatte bekommen, weil irgendwie ein Rabatt da an dem Tag war. Das war einfach nur gutes Glück. Aber die sind richtig teuer, wenn man sie ganz normal im Handel kauft und es nicht in einer Wundertüte hat. Dann habe ich für eine Tauschaktion das mitgenommen und zwar habe ich euch ja schon vor ein bisschen längerer Zeit, also ich würde sagen so vor einem Monat, ein tolles Paket von der lieben Nicole Nina Wien gezeigt. Die hat mir wieder aus verschiedensten LE Sachen besorgt und ja, ich habe da die Möglichkeit tatsächlich nicht regelmäßig für sie was zusammenzupacken, denn bei uns ist der Piper tatsächlich im Gegenzug zum Rossmann sehr, sehr schwach. Hat ganz selten Limited Editions und ja, ich sammle da schon auch immer gerne für sie, aber da ist Rossmann einfach viel, viel besser bestückt, sage ich mal. Und sie versorgt mich da regelmäßig und ich habe aber jetzt auch wieder vor und zu dem Zeitpunkt, wo ihr es seht, ist es hoffentlich auch schon bei ihr, ein Paket geschnürt und habe noch ein paar ja, Extras geholt vom Piper. Und unter anderem habe ich hier mitgenommen, die kannte ich noch nicht, von BeCare, die Intensivfeuchtigkeit Hyaluronkur. Das sind diese Ampullen hier. Das ist eine 7-Tages-Kur mit Hyaluron, lässt die Haut sofort praller und frischer wirken. Ich habe mir gedacht, das kann sie sicher gern mal testen. Sie mag Masken. Ich glaube, mit Ampullen kann sie auch gut und dann hat sie mal was Neues zu testen. Eine limitierte Edition, die ich mitgenommen habe, und ich sage es euch ehrlich, da war ich absolutes Verpackungsopfer, ist feuchtes Toilettenpapier von der Eigenmarke von Be Home. Also diese Verpackung, sowas catcht mich halt dann einfach immer. Und das ist jetzt das feuchte Toilettenpapier mit Blütenduft. Ist eine limitierte Edition, pH-neutral und extra weich. Rohpackung, das war so ein Doppelpack, 50 Stück. Ja, da war es einfach halt wieder dieses fiederfarbene und dieses Blütenmuster, was dann einfach mich zum Kauf bewegt hat. Beim Stöbern für die liebe Nicole ist mir auch ein Produkt von Bigood Naturkosmetik in die Hände gefallen. Und zwar ein Gesichtspeeling mit Gänseblümchen und Tonerde. Das ist dieses hier für unreine Haut. Reinigt Poren tief und wirkt Unreinheiten entgegen. Was ich aktuell unbedingt brauche oder nutzen möchte, weil ich habe hier unten am Kinn vor allem immer wieder Unreinheiten, die ich fast gar nicht losbekomme. Das hat nichts damit zu tun, dass einmal im Monat ja, die Tage anstehen, sondern ja, die sind immer hier und ich kann tatsächlich nicht sagen, an was es liegt. Ich habe weder was in meiner Pflegeroutine geändert, ich habe immer dieselben Seren benutzt, aber irgendwas irritiert anscheinend meine Haut. Ja, oder sie erneuert sich einfach und reagiert. Ich habe auch aktuell das Gefühl, dass meine trockene Haut sich ein bisschen zusätzlich in eine Mischhaut, ölige Haut verwandelt. Da tut sich auch ein bisschen was, zumindest merke ich es immer mehr. Ja, kann natürlich hormonell sein, kann aber auch einfach nur eine Phase der Haut sein. Ist immer schwierig, aber ich habe es halt sehr spannend gefunden, weil es für unreine Haut ist, aber Naturkosmetik ist. Und eigentlich möchte ich mich an so chemischen Peelings rantrauen und da vielleicht mal eine Veränderung machen. Aber aktuell habe ich tatsächlich nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen, sage ich ganz ehrlich. Und so mechanische Peelings gehen dann für mich zwischendurch auch ganz gut. Ich habe jetzt aktuell eines von Rituals in der Dusche stehen. Diese feinen Körnchen sind jetzt nicht irgendwie zu hart für meine Gesichtshaut. Die vertrage ich gut und ja, das nutze ich dann so einmal in der Woche, um mein Gesicht einfach zu peelen, um die Unreinheiten ein bisschen, die oberste Hautschicht ein bisschen glatter zu bekommen. Und ich hoffe, dass das auch ein spannendes Produkt ist, weil ich glaube tatsächlich, nach dem Rituals habe ich
Aber wenn ich auf der Suche nach einer LE bin und da vielleicht mal eine Woche länger warte, habe ich meistens das Glück, dass ich aus dem Vollen schöpfen kann. Und so war es jetzt bei der aktuellen Catrice LE, die schon ein bisschen älter ist. Und wenn ihr das Video seht, denkt ihr, oh mein Gott, du zeigst Sachen, die sind ja schon wieder aus dem Jahre Schnee. Und zwar die Seeking Flowers. Über die haben wir schon mal gesprochen, dass ich da die LE ganz toll fand und ich habe sie euch gezeigt und alles. Und jetzt habe ich nochmal aus dem Vollen schöpfen können und habe mir den weiteren Blush-Stick mitgenommen, also die rosene Variante. Ich habe ja die Peach-Variante und ich finde die mega und deswegen habe ich mir den rosenen jetzt noch geschnappt. Und dann habe ich in sehr vielen Videos diese Lip-Tint-Produkte gesehen. Na, diese Lip-Stain, Entschuldigung, Lip-Stain-Produkte. Oh ja, Lip-Tint färbt die Haut ein, ist aber nicht richtig ein Lippenprodukt, was jetzt lang enthalten ist, wie ein Lipgloss oder Lippenstift oder Liquid Lipstick. Und deswegen bleibt es einfach auf den Lippen. Der Lipgloss ist ja doch, wenn du was isst, sofort weg. Ist halt immer schwierig. Ich hoffe, das Licht stört dich nicht allzu sehr. Ich habe gedacht, dass hier das am besten wäre, aber bitte lasst euch da nicht irritieren. Ich hoffe, es ist okay für euch. Ich mache schnell weiter. Ich habe mir alle drei Farben mitgenommen. Ich konnte mich tatsächlich dann nicht entscheiden und habe alle drei mitgenommen. Sowohl die rosane, die dunkle und auch die orangene Variante. Da haben wir einmal die 1003 Plumtastic. Das ist die rosane. Dann haben wir 1002 Fuchsia Fling. So. Und die 1001 So Apricot. Ich bin mega gespannt, wie die sind. Und ich fand die Farben toll. Ich fand die Reviews von den einzelnen YouTube-Kanälen spannend. Und deswegen konnte ich mich nicht entscheiden und habe einfach alle drei mitgenommen. Ja, bevor die Sonne mir jetzt mein ganzes Bild zusammenhaut, wir sind zum Glück schon am Schluss. Was sagt ihr zu meinem Einkauf? Wie findet ihr die Produkte? Was sagt ihr zu meinen Geschenken? Es ist natürlich jetzt kein XXL-Haul, aber das habe ich auch nicht vor. Zum Beispiel bei den Peelings, die ich für die liebe Nicole besorgt habe. Ich habe die selber noch nicht getestet, einfach weil ich selber sehr viel im Backup habe und einfach mal aufbrauchen möchte. Und deswegen bei Beauty-Produkten mich echt versuche zurückzuhalten und auch bei Pflegeprodukten. Ich habe sehr, sehr viel im Backup. Ich glaube, alle, die meine Deklatterei und Umzugsreihen und so gesehen haben in den Vloggies, wissen, wie viel ich habe. Und es gehört auch einfach mal aufgebraucht. Deswegen habe ich für mich nur die Creme de la Creme rausgesucht, die mich wirklich interessiert oder Produkte, die ich halt tatsächlich immer wieder brauche. Gut, meine Lieben, das war's von mir. Ich genieße jetzt noch die letzten Sonnenstunden. Ich hoffe, ihr könnt das auch machen. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video seht. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer und hoffe, ihr lasst mir ein Like und ein kostenloses Abo da und seid beim nächsten Mal auch dabei. Danke fürs Zusehen. Genießt die Sonne. Tschüssi, Baba.